Jo Leute, was geht und willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Dragons, und zwar Folge 14. Es ist ein bisschen was geschehen tatsächlich, offscreen, was auch ein bisschen schade ist, dass ich es nicht aufgenommen habe, aber ich habe ein bisschen noch, ich habe von Fifi einen Deal gekriegt, dass ich von ihm was kopieren kann für meine Ressourcen. Ich habe so halb mit meinen Ressourcen gemacht. Fifi hat mir was gekauft, was ich noch eben der Rechnung schulde. So, das war jetzt irgendwas mit 55, aber ich habe mit ihm auf einer halben Seite ein Bündnis vorgeschlagen, auf der anderen Seite habe ich ihm eventuell seine Drachenrüstung geklaut, aber nur ganz eventuell, um ihn ein bisschen zu limitieren. Gibt es auch neue Regelungen intern, dass man nur noch eine Drachenrüstungsteil pro Woche machen kann, für die ersten 4 Wochen, wohl selbstverständlich. Man dann erstmal sein Basic Equipment langsam holt und nicht so krass reingrindet, denn Fifi grindet echt wieder rein. Er hat schon gefühlt 15 oder 20 Drachen gekillt. Ja, das ist nervig. Jedenfalls habe ich überhaupt so viele Emeralds. Natürlich habe ich so viele Emeralds. So, also sende ich ihn das per Post wieder rüber. Ging auch noch gleich schlafen. So, Poststelle. Fifi Mimi. Rechnungsbegleichung. So, abgesendet. Jetzt hat er die Rechnung bekommen. Und ja, jetzt seht ihr auch schon meine Druckplatten. Ich weiß nicht, ob das irgendwem auffallen wird. Das kommt tatsächlich dann am Wochenende ein Update. Also sprich, schaltet unbedingt Sonntag im Stream auf twitch.tv/eastermc ein. Denn dann gibt es auch ein neuer Patch, dass erstmal die ganzen Drachenschwerter, weil man kann ja spammen, die haben eine. Okay, Clientzeit wird mir angezeigt, dass es nicht mehr so OP ist. Da steht 1,5, was es auch sein wird. Aber auf Server seht ihr ja, wie schnell das schlägt. Clientzeit habe ich den Patch schon drauf. Weil ich hier auch drin drauf arbeite, um zu patchen. Zum Teil. Und ja. Jedenfalls, ich gehe jetzt mal zu dem Spot, wo ich Fifis Drachenrüstung versteckt habe. Um euch ein bisschen zu erklären, was ich damit vorhabe. Ganz wichtig zu sagen, ich werde die Minimap definitiv blurren, denn ich möchte nicht, dass Fifi herausfindet, wo das ist. Und ja, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns gleich an dem Spot wieder. So Leute, ich habe jetzt hier Dinger. Ich habe packt jetzt mal rein, ich habe die gerade mal umsortiert oder umgeräumt. Denn an dem alten Spot fand ich, das war nicht so sicher. Es war nur eine Affekthandlung, wo ich das reingepackt habe. Wir haben hier seine beiden Dragon Armors. Und ja, man sieht tatsächlich auch schon, wie die gebufft wurden bei mir. Das ist jetzt tatsächlich der Anzeige. Hey, da würde ich jetzt behaupten. Bei mir seht ihr jetzt halt schon die Buffs, die aber auf dem Server sind trotzdem die Rüstung. Für die Rüstung ist, glaube ich, auf 7 Durability oder so. Ja, das ist aktuell ein bisschen Pain. Aber ich packe jetzt die hier hin. Und ja, wir werden jetzt tatsächlich nicht jetzt, aber in den nächsten Folgen und auch Streams eine Schnitzeljagd vorbereiten für Fifi, damit er seine Rüstung wiederbekommen kann. Und die wird kryptisch. Darauf könnt ihr euch sehr, sehr freuen. Wird sehr viel Mühe rangehen. Aber machen wir erstmal mit Wichtigerem weiter. So Leute, ich bin jetzt wieder in der Base, habe nochmal jetzt kurz die Quest angeguckt und ich würde auf jeden Fall sagen, wir machen mal, mach ein Foto von einem Drachen und hänge es im Spawn auf. Da werde ich auch extra das mehrmals aufhängen, nicht so wie Fifi. Denn da sieht man es tatsächlich nicht, dass er es aufgehangen hat. Also man würde jetzt nicht merken, dass er es aufgehangen hat. Deswegen werde ich das ein bisschen professioneller machen. Und wir brauchen eine 6er. Das sind 9er. Mach so und so. Und ich brauche noch Strings. Machen wir das so hin. Dann haben wir das. Eine Kamera haben wir ebenfalls. Sprich, alles zu übernehmen. Ich kann die Strings auch immer so machen. Und wir haben Image Frames. Sprich, wir gehen einmal einen Drachen suchen. In der Nähe haben wir tatsächlich nicht mehr so viele Drachen, weil wir die schon alle umgebracht haben. Der ist tot. Hier oben sind 2 tot. Ich weiß nicht mehr, woher die kamen. Eigentlich von hier kommen die. Hier werden noch Drachen. Theoretisch ist hier noch ein Drache, aber der ist mir ein bisschen zu aggressiv tatsächlich. Wir gehen zu denen hier, weil das sollte auch ein Elektrodrache sein. Das sind wir vorhin. So, wir sind jetzt hier. Dort hinten ist der Elektrodrache, der Sturmdrache. Und wir gehen jetzt mal ein bisschen näher. Machen so ein Paparazzi-Bild mäßig. Und so ein bisschen keinen Shot hat. Kann man das irgendwie besser kombinieren? Und auch so ein bisschen dieses Overlay hat. Kann ich das hier abbauen? So, das haben wir. Dann mache ich mir davon weitere Kopien. Und dann hängen wir das beim Spawn auf. Übrigens, Leute, wenn ich schon mal hier bin. Also erstmal werden wir hier natürlich ein Bild aufhängen. So. Der Magier bekommt demnächst auch noch einen Dialog-Patch. Aktuell heißt er, also willkommen mit einem Magier. Etwas ganz Tolles. Am besten fängst du an, indem du das Codex Arcana besorgst. Darin steht alles, was du über Magie wissen musst. Besuche mich doch zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn du bereits fortgeschritten bist. Ach übrigens, pass auch auf die Kultisten auf, die sind gefährlich. Und wir sind auch aktuell im Verhandeln, wann wir den Ender Dragon Kampf zusammen machen können. Also eventuell kommt da demnächst auch nochmal was. So, packen wir aber erstmal hier ein paar mehr Images von den Drachen, von dem Drachen auf. So, hier, dann hier bei dem Typen hinten. Und was wir auch machen können, hier noch bei der Poststelle, packen wir zu Fifi's End.
So, dann haben wir jetzt hier auch ein paar Bilder verbreitet. Wenn man zum nächsten, wenn man zum Spawn kommt, dann sieht man hier ein paar Bilder. Vor allem, wenn man zum Junkmaster geht, dann sieht man beide Bilder. Also, ja, beide gleiche Bilder. Aber was ich auch noch vorhatte, erstmal natürlich schlafen gehen mit meinem Schlafsack. Dass wir jetzt uns um den Weg kümmern, denn ein bisschen einen ordentlichen Weg zum Spawn bauen. Und ja, wir haben ja schon ein wenig Fortschritt, indem wir die Brücke gebaut haben. Welche ich jeweils nochmal in jede Richtung um einen Block verbreitern werde. Das werde ich aber offscreen machen oder mal im Livestream. Denn das ist echt eine hobbylose Arbeit. Und darauf habe ich nicht Lust. Die kämpfen gerade ein paar. Dann helfe ich doch gleich mal mit. Ja, ich möchte dich auch killen. So. Wir werden den Weg tatsächlich wahrscheinlich einmal mit den Path-Blöcken machen. Und davon habe ich noch ein paar. Hier wird auch noch eine Mini-Brücke kommen. Wahrscheinlich. Oder ich weiß nicht, ob es die Brücke wird. Wahrscheinlich so eine kleine. So, Stone Slabs im Gepäck und ran ans Werk. Dann packe ich das hier so hin. Das wird mal ein bisschen knifflig. Ich glaube hier, ja, da werde ich glaube ich eine Krümmung reinbauen. Sprich, nochmal ein bisschen was abbauen. Ich habe ja nur FI 3 drauf, deswegen baue ich Grass nicht in Sinn, aber Dirt. Das muss man auf jeden Fall auch nochmal graden. Ich denke mal, da wird es noch ein Patch geben, wo wir besser und schneller entscharten können. Uns auch ein bisschen Vorteile dann gibt gegenüber Drachen oder auch Mitspieler. Warum ist hier ein Mossi? Moskappet. Moskappet? Ja, Moskappet. Keine Ahnung. Geh weg. Ja, das typische Terraformer wieder. Als wenn wir das nicht genug schon getan haben. Aber hier wird auch immer noch mal vieles passieren. Ich denke mal generell, das ganze Terraform wird nochmal überarbeitet. Der Berg wird wahrscheinlich nochmal abgebaut, aber das wird wahrscheinlich wieder in einem Timelapse-Video passieren. Eventuell so mit Second View, also sprich, dass man halt von Top-View sieht, wie ich jetzt abbaue, dann nicht so ein Flecht wird, wenn man das von oben sieht. Wenn man es aus der Perspektive von mir sieht, das ist sonst ein bisschen doof. Aber da werde ich mal gucken, wie ich das mache. Ja, und sonst muss man generell gucken, wenn er das ganze Gebiet ausgehen möchte. Ich möchte auf jeden Fall hier entlang, also wahrscheinlich sogar hier ein bisschen weiter vorne, also hier ungefähr entlang, hier so eine Burgmauer haben. Königreichsmauer. Dass das ungefähr mein Königreich wird. Ich würde mich aber auch generell mit der Burg, ich würde die Mauer sogar hier ungefähr machen, weil ich würde die Burg noch nach hinten verlegen, also neue dann da bauen, weil ich auch sehr nah beim Spawn bin. So, ich sehe hier, ich sehe von der Burg aus den Spawn, das ist nicht ganz so vorteilhaft. Eventuell gehe ich sogar hier hinten hin, weil hier sind auch gute Berge. Oder was auch geil wäre hier, dann hätte ich hier wirklich so Wasser umströmt. Ich glaube, das mache ich auch. Muss ich auch mal gucken. Weil es ist auch eine Sache von ja, Reclaim, da muss ich irgendwie Optionen einbauen, dass man reclaimen kann. Das ist ein bisschen was, kostet aber jetzt keine Points. Denn Points ist ja nur für Chunks geeignet. Muss man einfach mal gucken. Ich bin auch aktuell sehr fanat darin, Grinding aufzuhalten, aber was ja sehr schwer ist, wenn man jemanden wie Fifi im Game hat. Ja, das ist anstrengend, ist anstrengend. Organisieren ist anstrengend. Und währenddessen spielen vor allem. Aber wird auf jeden Fall gut und der Nachfolger wird besser, definitiv. Also, wenn es einen Nachfolger geben sollte. Geplant ist es. Ich weiß nicht, wie es dann aussieht. Da muss man mal gucken, wer mitspielt, wer nicht mitspielt. Ob wer von hier wieder mitspielt. Und wenn ja, welche explizite Regeln macht man mit denen? Das generell, oder wie die Regeln eingerichtet werden. Denn es ist immer schwierig, Leute einzuschätzen, die man auch teilweise nicht so krass kennt. Und wenn Leute dann einfach durchgrinden, ist ja auch nicht der Sinn und Zweck des Projekts. Man soll ja ein bisschen Spaß haben, man soll ja erkunden. Und I mean, wenn nochmal so ein Projekt wie Dragons kommen sollte, wird es nicht die Option geben, dass man zum Anfang Dragons sucht, sondern es wird kapitelweise alles mögliche unlockt. Sprich, Dragons wird es erst ein Kapitel später oder so geben, währenddessen es nicht vorhanden ist. Also während Slater 1, wo man eigentlich generell in das Projekt reinkommt, wird dann sowas geben wie also eine Border ab einem bestimmten Bereich und dass erst nach dem Bereich die Sachen dann laden, sondern spawnen, der Bereich einem vorenthalten ist, damit man halt nicht irgendwie grindet und schon Drachennester sucht, sondern Fifi hat schon 2 oder 3 Stage 5 Drachen, das die heftigsten Drachen sind, woraus man halt dann am Ende die Eier kriegt, also aus den Weibchen, soweit ich weiß. Und das ist halt echt ätzend, wenn man dann immer so nebenbei mitbekommt, yo, er hat einen Stage 4er oder Stage 5er Drache gefunden. Ja, das wird auf jeden Fall eine Sache sein, die wird dann deutlich geringer gehalten. Das ist auch die Stage-Drachen, also die Stage 4 und 5 Drachen, die unterirdischen Drachen, auch erst ab einem bestimmten Beat, also sprich eine gewisse Distanz vom Spawn entfernt, überhaupt existieren. Dass man jetzt auch nicht direkt in den ersten paar Chunks das findet, sondern wirklich eine Weile, eine extremste Weile traveln muss. Denn man soll ja auch wirklich einen Fokus beibehalten, dass man nicht
auf Drachen fokussiert ist, sondern dass man auf die Welt fokussiert ist und die Quests, die man hat. Zum Beispiel, was ich mich so frage, oder was ich mir so denke, du bau doch lieber ein bisschen, während du nebenbei die Drachen machst. Denn es ist ja hier zwar ein Kriegsprojekt, kann man sagen, aber auch noch eins, in dem man, in dem es hauptsächlich um den Spaß geht. Sollte man sich auch nicht wegen Sachen aufregen, wenn Sachen geklaut werden, was ja auch erlaubt ist. Ja, ich gebe zu, dass ich weggeflogen bin, was das eine Regel von mir war, die, wo ich gegen mich verstoßen habe, aber hat mich auch noch genervt, dass er so am Grinden ist. Und I mean, warum hängt da seine Rüstung, seine wertvolle Rüstung, wie er es mir beschrieben hat, auf dem Armor-Stand auf? Macht, das ergibt wirklich keinen Sinn. Und deswegen, ich habe jetzt noch ein bisschen Regelungen hinzugefügt, was das Grinding angeht. Habe damit auch den Vorwurf des Fliehens bei Diebstahl und in dem Sinne Kampf rückgängig gemacht oder halt aus der Welt geschafft, weil ich eine Regel hinzugefügt habe, dass man beim Klauen, beziehungsweise beim direkten im Flagranti Diebstahl tolerant sein muss als Beklauter und nicht direkt was gegen handeln darf, weil es macht ja auch nicht den Sinn, dass man direkt handelt, direkt Typen abschlachtet und ja, da sollte man einfach nicht auch nicht so streng sein und einfach das Spiel wirklich oder das Gameplay als Spiel, spaßiges Game mit Freunden sehen. Und es ist auf jeden Fall schade auch, dass Jason aktuell im Spiel, klar, aktuell ist er im Urlaub, kommt aber jetzt demnächst wieder. Ich weiß nicht, ob er jetzt so weiter spielen wird, ob man eventuell den Platz weitergibt, weiß ich auch nicht, wenn er nicht mehr mitmachen möchte oder nicht die Zeit dafür findet. Und ja, sonst sind wir halt einfach nur zu dritt weiterhin. Dann spielen wir das Projekt durch. Da würde ich auch gucken, dass man weniger Zeit hat, weil es halt nicht mehr so viel Spaß macht, wenn man einfach die ganze Zeit nur zu dritt ist. Je nachdem muss man gucken. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die man gucken muss. Wie auch, dass Leute jetzt nicht abgefuckt sind in Real Life wegen einem sollte man schon so ein bisschen wirklich sich zwei Persönlichkeiten aufbauen. Einmal die Dragons-Persönlichkeit und einmal eine eigene in Real Life. So, jetzt haben wir auch den Weg gebaut. Wahrscheinlich auch noch das ein bisschen größer machen. Aber ich sehe auf der Zeit, auf der Uhr. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die Talkrunde am Ende noch ein bisschen gefallen. Denn ich finde, das ist wichtig, dass ihr das auch wisst. Und würde ich sagen, haut rein und ciao. Leute.